Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Okay, wir sind hier mitten im Nest des Nachtvolks. Klassische Supermutanten aus der ersten Generation von Supermutanten, die der Meister erschaffen hat. Die Eliteeinheit des Meisters hat sich hier irgendwie in der Nähe von New Vegas niedergelassen und hier wohl Krieg gegen die Ghule geführt oder so. Genau, wissen wir das momentan noch gar nicht. Ich wollte jetzt diese Lampe schon mitnehmen, weil ich dachte, das ist Ooze. Blaues Ooze. Kennt ihr Ooze noch? Von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Oh. Habt ihr das gehört? Als ich das Licht unten gemacht habe, hat auf einmal irgendwas Huiaja gesagt. Ist hier irgendwo ein alter japanischer Samurai. Zufällig? Den finden wir schon noch. Mensch, wir haben kaum noch Munition. Verdammt nochmal. Jetzt schauen wir uns hier drin mal ein bisschen in Ruhe um. Ganz gemütlich. Verzeihung. Ich habe immer noch so Husten, ey. Ah, diese Winterzeit ist einfach nicht gut für die Atemwege. Die Atemwege. Die Atemwege. Die Atem... Und meine Mutter lässt ja quasi bei keiner Gelegenheit aus zu erwähnen, dass ich schon als Kind immer Probleme mit den Atemwegen hatte. Da bin ich scheinbar wirklich vielleicht einfach ein bisschen... Ich nehme mal eine Zündflamme mit. Ich glaube, hier ist ganz viel Zeug, das man super zum Craften benutzen könnte, oder? Ich glaube, ich habe den Craft-Raum gefunden. Die Craft-Schatzkammer. Na gut, wisst ihr was? Ich pack ein. Ich pack's jetzt ein, sonst bereue ich. Sonst denke ich mir, jetzt bräuchten wir das und das. Und das lag doch genau da in diesem Supermutanten-Nachtvolk-Nest. Und wir haben es nicht mitgenommen. Wir Doofies. Ich pack jetzt ein. Solange wir was tragen können, pack ich ein. Oder? Ist doch jetzt egal. Das ist gut für die Atemwege. Wenn man hier das ganze Zeug einpackt. Bisschen Terpentin schnüffeln und schon... Mir geht's schon besser. Okay, Leute, ich bin echt froh, dass ich euch zwei dabei habe. Oh, nein. Warum unternimmt denn niemand was? Da hebt er aber ab. Gut gemacht, Leute. Boone, ich muss mit dir ganz dringend reden. Gepäck. Soll mir recht sein. Gepäck soll ihm recht sein, das ist gut. Ich habe hier ganz viel Sonstiges für dich, das du nehmen kannst. Sag einfach, wenn es dir zu viel wird. Jetzt gebe ich ihm das ganze Zeug, das eh überhaupt nichts wiegt, aber ist egal. Ich hole mir einfach dann alles wieder. Wenn wir das nächste Mal daheim sind, in unserer Hütte. Passt schon. Danke, Boone. Guter Boone. Guter Boone. Oh, wenn ich so meine TP angucke, könnten wir aber vielleicht auch mal schnell irgendwie ein Stimpack mampfen. Nom, 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 nom. Ich esse sie nämlich. Ich weiß nicht genau, der Kopfschuss hat irgendwie kaputt gemacht bei unserem Charakter, wie man Stimpacks richtig benutzt. Jetzt isst er die einfach. Na, da ist eine Nadel dran, aber was soll die Nadel da eigentlich? Da kann man sich ja verletzen. Ich verstehe es nicht. Echt nicht gut durchdacht, dieses Produkt. Und dann wird die Nadel abgebrochen und dann wird der Rest gegessen. Samt Glas, Ampulle. Brahmin Steak. Hallo. Blues. So heißt das. Das blaue Ooze ist der Blues. Der Ooze Blues. Das ist ja ein... Oh, oh. Ah, hier waren wir schon. An dich kann ich mich erinnern. Hallo. Ooze ist ja ein ganz witziger Gag eigentlich, dass die dieses grüne Zeug, das die Turtles mutiert hat zu diesen humanoiden Turtles, dass die das Ooze nennen, liegt ja daran, dass die quasi, dass das aus so einem Zylinder ausgelaufen ist, auf dem US steht. Weil es eben aus einer amerikanischen Forschungseinrichtung diese Ampulle irgendwie in die Kanalisation gekommen und da ausgelaufen ist. Und deswegen haben die das als Ooze quasi dann so. Ne? Haha. Oh Mann, ey. Warum sind wir gleich nochmal hier?
Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, da kommt lauter Ghule raus. Schau mal nach, was da los ist. Und ich mach das jetzt. Und das stimmt eigentlich. Wir haben zwar festgestellt, dass das Nachtvolk, die komischen Supermutanten hier, wohl irgendwie die Ghule, die hier gelebt haben, angegriffen haben. Oh, da ist einer. Was hat denn der da? Was bist denn du für einer? Oh mein Gott, alles okay bei euch beiden? Boon ist Feuer und Flamme. Und auch unser kleiner Robofreund, Idi, ist alles gut. Ich hab's gar nicht mitbekommen, wenn Idi nicht seine Kampfmusik hätte angefangen zu spielen. Mit was hat denn der geschossen? Der hat nicht mit seinem Betonhammer geschossen. Das war ein Flammenwerfer. Flammpatronenwerfer. Der Flammpatronenwerfer. Ein Gefängnisschlüssel. Aha. Mann. Habt ihr das gesehen? Der hat richtig geschossen mit seinem Flammenwerfer. Das war Flammenwerfer mal, also ich meine mal wörtlich. Nicht nur so ein, weil echte Flammenwerfer sollten ja eigentlich eher, finde ich, Flammensprüher heißen. Aber das war kein Flammensprüher. Das war ein Flammenwerfer. Weil er hat die geworfen. Und zwar weit. Das war vielleicht sogar ein Flammenweitwurfgerät. Ich weiß schon, manchmal klingt es einfach nicht mehr cool, wenn man Sachen korrekt benennt. Aber trotzdem bestehe ich darauf, dass das ein Flammenweitwurfgerät ist. Weil Flammenpatronen irgendwas, wie das gleich nochmal hieß, das ist nicht aussagekräftig genug. Das kann alles sein. Stimmt, Boon, das sagst du auch. Boon, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, Boon ist ein englischer Begriff für nützlich. Und nützlich bist du wirklich, mein Freund. Dum-da-da-dum. Dum-da-da-dum. Okay, wir haben noch zwei Türen. Die hier. Die führt in den Keller. Im Keller vom Keller. Wir sind ja schon im Keller vom Keller, aber die führt noch weiter in den Keller. Und die noch weiter. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in den Fallout-Spielen von Bethesda und ich bin mir fast sicher, auch in Skyrim, weil es die gleiche Engine ist und höchstwahrscheinlich auch beim Vorgänger von Skyrim, wie hieß es noch gleich? Oblivion. Oder war Oblivion der direkte Vorgänger? Ja, ich glaube schon, weil das war auch schon die gleiche Engine, basically. Dass es keine Leitern gibt. Keine Leitern. Man klettert in den Spielen nie eine Leiter hoch. Schon mal aufgefallen? Wenn es eine Leiter gibt, dann ist es immer eine Ladezeit. Dann klickt man auf die Leiter und dann beginnt eine Ladezeit. Ah, ich habe den Gefängnisschlüssel verwendet. Aber das hier ist gar nicht das Gefängnis. Betrug. Auf jeden Fall kann anscheinend die Engine irgendwie keine Leitern darstellen oder keine Leiterkletteranimation oder Bethesda hat ein Problem mit Leitern, die mögen vielleicht einfach keine Leitern. Vielleicht wurde der Chefdesigner als Kind mal von einer Leiter verprügelt oder so. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall ist es komisch. Es gibt keine Leitern, deswegen ist immer alles ganz komisch mit Treppen verbunden und es gibt nie eine Leiter, die man gerade nach unten klettert, sondern immer eine unnötig komplexe Zwirbeltreppe. Hallo, Nachtvolk. Oh, du bist kein Nachtvolk. Du bist eine Ghulin. Eine Ghulin in einer Bruderschaftsrobe. Die Bright-Bruderschaftsrobe. Anscheinend hatten die Ghule hier so eine Art Ghul-Sekte. Oder so. Die Ghul-Bruderschaft. The Brotherhood of Ghoul. Hello. Ich hab doch jemanden gehört. Und jetzt mal ehrlich, warum sollte hier der Gefängnisschlüssel hierher führen? Ah, da ist ein Sprechgerät. Hallo, Sprechgerät? Nein. Ich habe mir mit dem Gefängnisschlüssel hier jetzt Zugriff verschafft für nix und wieder nix. Oder? Kann ja nicht stimmen. Es sei denn, ich habe die richtige Mission noch gar nicht. Aber ich sollte doch die Quelle der wilden Ghule hier durchsuchen.
Und was ist die Quelle der wilden Ghule? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur eine Theorie. Meine Theorie ist, dass hier Ghule lebten, die wilde Ghule irgendwie beherbergt haben. Die vielleicht irgendwie gepflegt haben oder denen geholfen haben. Ich nehme mal die Robe mit. Idi! 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 Hallo Idi. Du musst mal bitte Müll für mich tragen. Nein, kein Müll, sondern wundervolle, wundervolle Waffen. Zum Beispiel auch das da. Das Bandana kannst du auch nehmen. Und die Lackierpistole. Und das. Und das. Okay, danke, Idi. Idi ist so ein toller Koffer. Der fliegende Koffer mit Lasergewehr. Ghul-Dame, darf ich Sie für dieses wundervolle Fass begeistern? Das mag vielleicht nicht ganz so bequem sein wie Ihre alte Rube, aber umso... Ja, nein. Ah. Aber umso modischer. Komm, das machen wir jetzt ganz vorsichtig. Ein Bein nach dem anderen. Vorsicht. Nein, 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 nein. Ah. Das ist gar nicht so schwer. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an, gnädige Frau. Sie werden sich doch wohl noch Fässer anziehen können. Die neueste Mode. Aus Washington, D.C. Fass. Erfunden von Michael Fassbinder. Ja, okay. Das ist ungewöhnlicher Stil, aber man kann es auch so tragen. Geben wir Boone. Die versteht nichts von Mode. Okay, keine Ahnung, warum ich hier den Gefängnisschlüssel verwendet habe, um hier reinzukommen. Hier ist irgendwie nichts. Ich schätze mal wirklich stark, dass ich hier die richtige Mission einfach noch nicht habe. Könnte ich mir vorstellen. Aber hier ist Blut. Warum ist hier Blut? Aber auf der anderen Seite hat mir doch jemand gesagt, hey, schau doch mal nach, was da wegen den Ghulen, den ollen Ghulen los ist. Aber war das eine Mission oder hat nur jemand gesagt, hey, Ghule, komisch. Mal schauen, ob wir da wirklich eine Aufgabe haben. Nach oben gehen, um den Gesprächspartner am Ende der Sprechanlage zu treffen. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Könnt ihr euch auch erinnern? Ich kann mich erinnern. Da war ja was. Ich bin ja blöd. Da hat ja einer zu uns gesagt, ja, komm hoch, dann reden wir. Und ich habe gesagt, okay. Und bin erstmal nach unten gegangen. Ich habe schon wieder oben und unten verwechselt. So kann es manchmal gehen. Aber ist okay, dann gehen wir jetzt hoch. Und danach sagt er bestimmt, hey, im Keller unten, da ist irgendwas, was du machen musst, keine Ahnung. Und dann sagen wir... Gut, machen wir. Und dann gehen wir schnell runter und machen das, weil es ist ja schon alles quasi erledigt. Und dann gehen wir wieder hoch und dann reden wir mit der... Da unten ist ja sogar eine Sprechanlage. Ja, ja. Jetzt macht alles Sinn. Also hochgehen, mit dem Kerl reden, runtergehen, Sprechanlage benutzen und sagen, hey, die Ghoul-Frau, von der du geredet hast, vermutlich, die ist tot. Oh, hallo. Moment mal, bist du überhaupt böse? Endler sagt, du der meine Sippe tötet. Endler sagt... Du musst sterben. Warte, lass uns reden. Oh, come on. Es ist doch ein Missverständnis. Wir könnten doch alles klären. Naja. Ich frage mich, wer Endler ist. Davisons Schlüssel. Oh, was haben wir denn hier? Stoßstangenschwert. Achso, ein Stoßstangenschwert. Ich nehm's mit. Die Splittergranate auch. Ach Mann, ey, ich will euch doch gar nichts Böses. Wir könnten doch über alles reden. Ihr seid doch nur arme, verwirrte Wesen. Ich könnte euch sogar... Naja, egal. Soweit haben wir noch nicht, da haben wir noch nicht hingespielt, deswegen spoil ich jetzt mal nicht, aber ich könnte euch doch sogar wohin bringen, wo es euch besser geht, glaube ich. Soll ich eigentlich die ganzen Sunset Saparillas mitnehmen oder wie die heißen, wegen den Kronkorken? Soll ich? Ich denke schon. Naja, habe ich da schon reingeguckt? Vielleicht. Ich mach mal das Licht wieder aus. Hallo?
kein Nachtvolk. Aber ich bin so froh, dass wir Idi dabei haben. Idi ist so toll. Oh, oh. Idi ist so toll. Dank Idi sehen wir nämlich nicht nur das Nachtvolk auf dem Bildschirm, auf dem Radar unten, meine ich, sondern wir sehen sogar, wir können sogar unsichtbare Gegner anwetzen. Ist das nicht sagenhaft, meine sehr verehrten Damen und Herren? Sagenhaft. Was für eine seltsame Tür. Und jetzt sind wir eher in der Kanalisation, oder? Kann es sein, dass wir hier einen alternativen Zugang ins Kraftwerk gefunden haben? Oder vielleicht einen alternativen Ausgang aus dem Kraftwerk? Aber wer ist Endler? Bist du Endler? Hat der überhaupt Endler gesagt? Bilde ich mir ein? Gibt's Endler überhaupt nicht? Ist Endler eine Ente? Eine mutierte Ente? Die die Herrschaft über das Universum an sich reißen will? Endler? Die endlose Ente? Aus dem Entenreich? Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Wer weiß. Bist du eine Werkbank? Ja, eine Nachladebank. Ich will aber nichts zerlegen. Ich will, wenn, schon was herstellen. Nichts zerlegen. Ich will was kaputt hauen. Hier haben wir einen kaputten Generator oder sowas. Da ist eine Leiter, leider. Warum bist du eigentlich gar nicht radioaktiv? Würde mich mal interessieren. Hallo? Hallo? Was ist denn das hier? Ein Weltraumanzug? Ich würde sagen, Jackpot. Ich würde sagen, ich brauche nie wieder andere Klamotten. Yeah. Weltraumanzug. Wo sind wir denn hier gelandet? Voll super. Hier ist anscheinend ein Alien oder ein Astronaut. Vielleicht jemand aus der Zukunft. Vielleicht ist das... Oh. 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 Warte mal, ein bisschen schwer erkrankt. Hallo? Wer ist da unten? Ich habe keine Ahnung. Was ist mit all den Raketen hier unten? Das geht Sie nichts an, Glatthaut. Schießen war da sehr deutlich. Erledigen Sie die Dämonen und melden Sie sich dann wieder. Er hat nichts von unten rumschnüffeln gesagt, kapiert? Mhm. Rödeln Sie nicht rum. Okay, ich weiß nicht, was du gerade mit deiner Sprechanlage gemacht hast beim letzten Satz, aber der Empfang ist jetzt perfekt. Du solltest das beibehalten. Da war gerade was umwandeln. Ach so, warum kann ich denn nicht craften? Ich muss besser reparieren lernen. Ich mag craften eigentlich. Was ist denn das hier? Liegt es hier rum oder ist es tatsächlich ein Durchgang? Wir wissen es nicht. Wir sind krank, wir sind hungrig, wir sind überladen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um all diese kleinen Nervigkeiten. Bis dann. Ciao.